Da unten ist Tengu-chan. Kann ich Tengu-chan umgehen? Irgendwie hier lang? Das sind meine Souls, die da liegen. Nee, sind's nicht. Wo liegen die denn? Ach, hier hinten. Keine Chance. Warum ist alles immer so chaotisch, wenn ich zu Tengu komme? Ich weiß, dass ich es mir selbst chaotisch mache, aber es ist einfach... Wer hat denn den Nerv, jedes Mal sich durch 4000 Affen zu fighten? Wer ist denn so paranoid, ey? Achso, diesmal fällst du runter. Warum? Reasons, hä? Und den hier kannst du wahrscheinlich nicht dodgen. Okay, andere Idee. Kann ich Tengu dodgen? Indem ich hier lang gehe. Kann ich. Da komme ich auch nicht hoch. Ich muss da rein. Oh, das da ist mein Boss, ja? Das war ein NPC, den ich nur hätte anbrabbeln müssen, by the way. Ich weiß nicht, warum ich zugeschlagen habe. Aber gut, dass du die nur schief anguckst, weißt du? Mich jetzt kaputt lachen, wenn er jetzt Dauer-Aggro ist. Ich muss den fighten. Anscheinend muss ich den finden. Das könnte interessant werden. Hier ist nirgendwo Platz. Hier draußen ist so... wirklich angenehm ist davon nichts. Wenn ich ehrlich bin. Yeah.
Hitman bitte auch so viel Ausdauer? Holy fuck, Mann. Trifft mich ja nicht mal gescheit. Okay, cool. Dann müssen wir es halt auf die Lehm-Variante machen. Also langsam verliere ich. Ist das weird, dass ich einfach nicht mehr die Geduld habe für das Spiel? Macht das Sinn? Ja, das macht natürlich die ganze Situation um Welten besser, richtig? Der Tengu resettet. Immerhin etwas. Okay, cool. Er hat. Wozu cast ich denn Sloth auf ihn, wenn er trotzdem schneller ist wie fuck? Ich meine, gut, ich habe jetzt auch noch nicht gegen viele Typen mit der scheiß Glebe gefightet, aber. Wo ich die benutzt habe, hatte der nicht so ein crazy Moveset. Ja, schön, das ist jetzt richtig abfuck, hier durchzulatschen. Hallo Affe. Tschö Affe. Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn die Mission ist. Ja, nee. Nee, nee, ich rede nicht mit dir, weil hier stehen noch Yokai, weil, ne? Komischen Richtlinien von denen sind ja. Oh, du musst alle Yokai töten. Das wäre richtig lustig. Weißt du was? Fuck auf P-Damage. Lässt du mich aus der Tür? Nö, lässt du nicht. Klar, One-Shot mich einfach. Motherfucker, Alter. Warum? Kannst du irgendwo die Missionsbeschreibung ansehen? Ist das möglich, Spiel? Oder gibt's das nicht? Nö, ne? Gibt's nicht. Titel, Erinnerung. Nope, hier steht nicht, bei, was du bei der Mission machen musst. Warum auch? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den feinden muss. Das regt mich auf. Ich sehe schon, ich falte dann. Dann kam so, lol, mich ein Fehl. Lol, alles umsonst. Das ist nämlich ein bisschen crazy für ein scheiß NPC. Ich komme mit dem Moveset von dem Teil auch null klar. Das ist halt.
Er kann irgendwie mit fucking... Er kann quasi Stances während einer Combo wechseln? Also wirklich fließen? Nicht so dieses... Weißt du? Er kann es einfach instant. Es ist einfach eine fließende Combo. Was halt totaler Brainfuck ist. Aber auch interessant, dass Yokai... You have to be fucking shitting me. Warum folgt ihr mir denn jetzt? Verpiss dich, du Scheißaffe. Geh zurück in deinen Scheißwald und such dir ein paar Scheißbananen, Mann. Jetzt bufft er sich halt wie bescheuert. Ich bin am Dodgen alles, das ist egal. What the fuck? Das gibt's doch nicht. Es ist immer dieser eine Mob, ne? Das ist doch echt ein Scherz, Mann. Oder liegt das echt daran, dass mein Gear diesmal unter der Stufenvoraussetzung für die scheiß Mission ist? Ich meine, ich würde ja anderes Gear anziehen, aber dafür müssten wir halt gescheites Gear droppen. Oder ist das wieder so ein Gearscore-Blödsinn? Oh, bitte sag mir, es ist so ein Gearscore-Blödsinn. Einfach, weil es zu dem Spiel passen würde. Bist du, ja? Nee, du machst jetzt 4000 Schaden mehr, weil, ach ja, du hast ja jetzt einen Gearscore über dem Level-Requirement von der Quest. Würde es mich wundern? Nein. Ja, du scheiß Affe, bleib einfach oben. Falschen Set unten. Warum gibt's keinen Doppeltappen oder so, damit du das Set unten wechseln kannst? Warum musst du deinen Finger von dem Stick nehmen? Fucking Doppel-Claw-Grip. Anders kannst du es nicht spielen. Herrlich. Ein dämlicher Scheißmob, ich schwöre. Ich glaube, ich mache die Mission, ich glaube, dann ist Feierabend. Ich vertrag das Spiel nicht über längeren Zeitraum. Das ist einfach... Weißt du, wenn es läuft, dann läuft's und gut ist, aber es ist einfach... Und wenn es challenging ist, dann ist es auch challenging, das ist auch gut, aber das ist einfach nur... Hey, guck mal, es ist ein fucking white-sweeping Mob mit... Ach ja, guck mal, null Area. Das hier ist null Area, wo du drin fallen kannst. Ach ja, und der blockt alle deine Attacken. Und aus dem Haus rauskommen ist ein Pain in the Ass. Parry funktioniert auch nicht wie angeschrieben. Es ist so fucking frustrierend. Du kannst doch nicht echt von mir erwarten, dass ich jetzt echt alle scheiß Affen töten muss, nur damit er... Obwohl, ich weiß ja nicht mehr, ob der mit mir redet. Ich würde es ja gerne nachgucken, aber man kann ja nirgendwo die scheiß Questbeschreibung nachgucken. Außer es ist wieder in einem von 20 Trilliarden anderen Untermenüs. Holy fuck. Oh ja, ich hab den Oberaffen wieder vergessen. Ist in Ordnung. Geh bitte einfach nach Hause und geh mir nicht auf den fucking Sack, Kevin, ey. Ich schwör, ja. Hit mich am besten noch. Ja komm, hit mich, wenn ich hier drauf bin. Und am besten schieb sie mich nach runter. Einfach, um es voll zu machen. Einfach, um mir so richtig auf den Sack zu gehen. Yeah.
Wo ist mein Follow-up? Weißt du, er verliert keine Stamina, er verliert gar nichts. Er kann da einfach stehen und 3 Jahre blocken, ohne dass er auch nur einen Punkt Stamina verliert. Und es macht mich wahnsinnig. Weißt du, wenn ich blocke, generiere ich A, keine Stamina und B, verliere ich Stamina. Aber nicht so NPCs. Die können für immer blocken. Für immer und 3 Tage. Mal ganz davon abgesehen, dass es absolut schwachsinnig ist, hier einen Typen hinzustellen mit oh ja, nee, den muss ich jetzt leider töten, weil ja, mit dem sprechen, keine Ahnung, wie du hast den 10 Trilliarden Seiten langen Lore-Dump am Anfang nicht gelesen. Du kannst halt auch nicht, du kannst ihn halt nicht davon stoppen, sich zu buffen. Das ist genauso schwachsinnig. Wie lange soll ich denn auf den einschlagen? Muss ich jetzt erstmal den 10 Minuten fucking Endlos-Kombo lernen, bevor ich den auch nur ansatzweise irgendwie dazu bekomme, dass er auf 50% Leben geht und nicht sich selbst bufft? Ich meine, ich würde ihn ja mit Yokai-Form schießen, aber oh wait, das geht nicht, weil Yokai-Form macht actually 0 Schaden an ihm. Warum? Tja, das wissen wir nicht. Hat die Wissenschaft noch nicht rausgefunden. Gott, ey. Das hier ist halt das, was ich nicht reihe. Das ist so. Und jetzt? Schön. Macht voll Spaß. Bestes Spiel. Nicht. Fucking ridiculous. Fucking ridiculous. Du hast halt einfach keinen Space. Du kannst draußen nicht fighten, du kannst drinnen nicht fighten. Vielleicht sollst du ihn gar nicht fighten. Vielleicht muss ich ihm auch einen Gegenstand bringen. I don't know. Weißt du, so Informationen zur Quest in der Quest anzeigen wäre. Nee. Sowas machen nur gute Game Companies. Also fertig. What the fuck is wrong mit dir? An Vasalos Block. Er verliert nicht einen Punkt. Fall runter. Fall runter. Natürlich hält er sie. Um 3000, natürlich. Was? Er muss Ausdauer nicht voll regenerieren wie jeder andere Mob?
Das kannst du mir doch nicht erzählen. Weißt du, könnten wir einfach mal bitte nach den Regeln spielen? Nee, ne? Nee. Nicht in einem Neo-Game. Wo, hey, wir wollen eigentlich wie Dark Souls sein, sind aber nicht so kreativ. Und, ne? Ja, also müssen wir uns irgendwelche unfaire Scheiße ausdenken. Damit Spieler das Spiel feiern, weil es so fucking unfair und so fucking schwer ist. Spielspaß? Bah, nee. Eine Vision für ein Spiel? Nee, haben wir auch nicht. Wir wollen einfach nur Geld abkassieren. Holy fuck, Alter. Weißt du, wenn ich ihn, seine Attacks block, ne, verliere ich übrigens mehr als 50% Stamina. Warum auch immer der jetzt so schnell gestorben ist. Vielleicht weil er ausnahmsweise nicht jeden Hit geblockt hat. Hör auf zu brei. Ohne Scheiß, dann gib mir zumindest irgendwas. Gib mir zumindest irgendein Yokai oder fucking Geist oder ein Gear, das actually useful ist. Irgendwas. Nein. Ich krieg die Banjo-Gitarre. Toll, eine Auslöschungsleve. Beschwörerkerzen. Mhm. Das war mein Level, ne? Jetzt bin ich 66. Das, was? Das ist das. Nee, nee, nee. Nee. Kann ich vielleicht besseres Gear craften? Welcome. Halt die. Lass mich hier rein. Waffen. Bis 58. Ich glaube, ich werde mir Gear craften. 49 bis 58 ist way better als meins. Ich meine, ich brauche einen guten Roll, ja, aber... Derp. Derp, derp, derp. Das Problem ist, die Rüstungen hier sind alle scheiße. Oh, außer natürlich für mittlere Rüstung. Da können wir natürlich ein Set craften. Was? Vielleicht spiele ich Fährmann. Vielleicht. Lebensentzug auf Wasserangriffe plus... Das ist halt einfach Base schon so viel mehr... Ich weiß es nicht. Was ist verborgenes Teehaus? What is this? Wie habe ich dich freigeschaltet und warum? This tea room is my pride and joy. A place that straddles our realm and the other world. But I suspect that you have realized this already. With that cursed blood of yours, I'm sure that you are more than familiar with the other realm. Please take no offense. I have quite a fondness for things out of the ordinary.
You have me intrigued. There is promise in you. Well, war runs rampant throughout the nation. You have no doubt experienced this firsthand in our realm. The other world is not much different, though, as various entities continue to clash in thoughtless, ceaseless conflict. Now, look into my Hiragumu kettle. Was zur Hölle? This is the Japan of the other world. It is truly fascinating to compare it to the one we call home. Clans that had long fallen into ruin once again stand strong and ready to prove their power. It is all so stirring. Mm-hmm, total. So, what do you think? Are you interested in joining the battle for dominance of this other Japan? I have a feeling things would get a lot more interesting should you decide to join. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Ist hier irgendwas für Tonfass? Nee, ne? Handrohrbogen, Nahkampfschaden und Kieregeneration ist nah dran. Ja, wenn das hier. Alles andere ist mehr. Ich glaube, das war online PvP-Shit oder so. Be careful. Kriegst halt kein Tutorial nichts für, ne? Oder? Oh nee, mein Dojo ist leer. Jetzt bin ich knatschig, jetzt will ich noch einer machen. Ich will wissen, ob die alle so ob die so dermaßen stupid sind. Es ist Snake Chance Area. Ist ja beruhigend. Kommt mir jetzt schon die Galle hoch, ey. Ganz viele von euch, ja? Ich mag euch.